Ja, das nenne ich doch mal Geschwindigkeit. FPS aus 30, FPS ein, fast 60. Trotz. Anti-Aliasing, achtfach und alles an Effekten. Gut, das Spiel ist jetzt, lass mich lügen, 10 Jahre alt. Der Name sagt schon, Neverpuddle, das ist ein Ableger bzw. eine Erweiterung, wenn man so will, zu Neverball. Auch ein lustiges Spielchen, aber zum Let's Playen, da bin ich einfach zu schlecht in dem Spiel. Es muss nicht sein, aber ein bisschen Golf spielen oder Minigolf spielen, einfach mal als Testaufnahme. Ist halt ein bisschen langweilig, wenn man alleine spielt, aber wollte einfach mal gucken, wie es denn von der Aufnahmequalität her oder von der Aufnahme, ja, Leistung sich dann da irgendwie darstellt. FPS aus 30 finde ich übrigens sehr schön. Also das läuft sehr gut. Gesteuert wird das Spiel komplett mit der Maus. Wer Neverball kennt, kennt wahrscheinlich auch Neverputt. Durchaus wahrscheinlich. Ziel ist, wie bei jedem Golfspiel, einfach den Ball mit möglichst wenig Schlägen in das Loch zu bekommen. Und wie man sieht, bin ich sehr gut in diesem Spiel. Ja, jetzt wäre natürlich dann Spieler 2 dran und Netzwerk kann man es leider nicht spielen, sonst wäre es bestimmt ganz lustig geworden. Bleibt dann also dabei, das alleine zu spielen. So. Zu doll und Penalty. raus. Man sieht es dann auch, es ist komplett lokalisiert. Ja, komplett lokalisiert. Und bis auf die Sprachausgabe halt. Das müsste eigentlich so reichen. Standardmäßig zielt er immer aufs Loch, das ist ganz angenehm. Und wie man sieht, kacke ich schon bei dieser einfachen ersten Strecke ab. Ja. Ui, hängt aber gut der Ball. So, schon weniger Power vielleicht. Ja, siehst du, dann ist er nämlich drin. Eingelocht. Das sagt meine Freundin auch immer. Nein. Ja, wer es kennt vom Golf, die ganz normalen Scorekarten halt. Und ja, machen wir doch einfach mal weiter. So ist halt blöd irgendwie. Bisschen Schwung holen. Also gesteuert wird wirklich nur mit der Maus. Man dreht die Maus, man dreht die Maus, nämlich die Mausdreh kann ich nicht mehr steuern. Man bewegt die Maus hin und her, links und rechts dreht man die Strecke. Also einen Ball dreht man halt nie, man dreht immer nur die Strecke. Und Maus vor und zurück definiert man die Stärke. So ist natürlich dann Hardcore. Ich probiere das Maus, mal gucken, was passiert. Bam! Aber auch da konstant 30 FPS. Gut, wie gesagt, das Spiel ist 100.000 Jahre alt, von daher ist das völlig in Ordnung. So, und dann machen wir hier einen kleinen rein. Zack. So. Kurz mal ein Köpfchen kratzen. Ist auch, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz eine kleine Aufnahme. Ich denke mal, ich werde das auch nicht ganz bis zu Ende spielen. Und einfach nur mal gucken, wie das aufnahmetechnisch damit läuft. Vielleicht mache ich ein Let's Play oder zumindest einzelne Welten davon. Von dem Originalspiel, also von Neverball. Da will ich aber noch nicht so viel von zeigen. Ich meine, die meisten werden es eh kennen und können sich es dann raussuchen auf YouTube. Aber ich dachte mir, ich zeige mal nicht so viel von dem Spiel. Und wenn, dann neu und frisch und vielleicht mehr als 5 Views pro Video. Wäre vielleicht ganz geil. erinnert mich dann dunkel irgendwie an Astromenes, was dann ja auch regelmäßig unter 10 Video, 10 Aufrufen geblieben ist. Naja, ist egal. Spaß muss sein und ein bisschen was muss man natürlich machen. So, 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 ne? Na guck. Ey, besser als das erste Mal, wo ich es getestet habe, ob es überhaupt noch läuft. Aber es ist ganz schön. Es läuft also auch auf einem 8 Jahre alten Computer einwandfrei flüssig. Wobei ein kleines bisschen ist es am Schwanken mit der FPS-Zahl. Aber es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, läuft besser als mein Test. Gut, ist ja auch kein Voxelspiel, ne? So, jetzt kommen wir langsam mal zu den anspruchsvolleren Welten hier. Ein bisschen weniger Schwung und ein bisschen seitlich, dass der vorbeifällt. So. Ja, natürlich. Sehr gut gemacht, Alter. Sehr gut. Vielleicht noch weniger Schwung. Das ist echt nur, dass er echt nur runterkullert, aber so geht das natürlich nicht. Aber trotzdem. Ah, wieder zu doll, scheiße.
Vielleicht doch genau in die Mitte bekommen, das Ding irgendwie, ja, ne? Dass er dann stecken bleibt oder liegen bleibt an der Kante. Hey, okay. Ich hab's einfach nicht drauf. So, geht doch. Er muss das nur wollen, dann klappt das auch. Hab natürlich jetzt schon irgendwie 8 Schläge verbraucht, aber hey. So, ne? Gut. Success. Ja, dann kommen wir langsam zu den schwierigeren. Ja, ein bisschen mehr Schwung und dann erstmal hinrollen, erstmal gucken, langsam anschleichen. Ah, das neue Outer City, mit dem ich aufnehme, das ist immer noch so ein bisschen irgendwie komisch leise. Also sieht extrem leise aus, die Aufnahme. Na gut, gucken wir mal, was nachher dann bei rumkommt. Jawohl, vorbei, wie sich das gehört. Aber vom Schwung her müsste so ausreichen sein. Na, wieder. Ich kann's einfach nicht. Bin einfach nur zu doof dafür. Bisschen mehr Power. Ne, bisschen weniger Power, ne? So. Siehste. Geht doch. Bogey. Ja, ja, so. Teleporter gibt's auch. Also sind letztendlich alles Elemente, die auch in Neverball zu finden sind, werden auch in Neverput verwurstet. Ja, das war schon mal scheiße. Obwohl, nee, so schlecht ist das gar nicht. Wenn ich den jetzt in die Richtung reinschieße, dann kommt er nämlich in die Richtung auch raus. Und das sollte eigentlich in Ordnung sein. What? Nein, war es nicht. Okay. Das heißt, ich tipp den da mal rein. So. Na komm. Ups. Ach, scheiße. So. Rüberporten oder ist nicht, ne? So. So. Gut, dann ist er schon mal drüben. Ein bisschen weniger, so. Zack. Eingelocht. So, ich denke mal, die obere Reihe mache ich voll und danach sollte es dann gewesen sein. Ich würde es auch nur nicht übertreiben. Ich wollte halt nur kurz mal gucken, wie es läuft von der Aufnahme. So. Nein, so nicht. Das war schon mal nicht gut. Man sieht so Geometrie und Richtung und so ist nicht meins, ne? hier, ne? So. Ja, siehste mal. Geht doch fast, wie ich wollte. Die Musik finde ich übrigens ganz angenehm von dem Spiel. Ich denke mal, ich werde das so machen. Ja, guck mal hier, der Idioten wieder, ne? Haben wir hier nicht aufgepasst. Das kommt davon. Alter, bin ich blöd oder was? So, hier jetzt gemacht so, ne? So, so, so. Fast. Bin auch immer noch so ein bisschen krank. Ne, man hört es vielleicht. Wunderbar, schön verschleppt bisher alles. Nee, Moment, die Richtung. Hab euch doch schon wieder schreien gehört. So. Zack. Hab bisher keinen einzigen unter Paar, glaube ich, gehabt. Ja, hier, ne? 6, 2, 3, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 9. Ich glaube, den Mauszeiger sieht man hier auch nicht. In der Mitte aber 5, 9. So, die 9 mache ich noch und dann sollte es das gewesen sein. Zack, weiter. Wobei danach dann ja auch die richtig geilen noch kommen, so mit Löchern und so. Nee, mache ich nicht. Das war ein bisschen zaghaft, ne? Ja, vielleicht merke ich auch das nochmal vernünftig dann irgendwie mit ein bisschen, wo ich mich da wirklich mal bemühe, das... ja, sehr gut. Wo ich mich da mal bemühe, das dann vernünftig zu machen. Und da nicht abzukacken ohne Ende. Ja, nicht ganz so schnell, dann hüpft er nämlich drüben rüber. Ja. Ah, da.
Ich finde ja, das kann man eigentlich so für sich selbst wirken lassen, dieses Spiel. Vor allen Dingen Neverball halt entsprechend auch. Also es ist... Doch. Es ist teilweise doch sehr entspannend, das Spiel. Gerade wenn es dann so Welten sind, die dann lang sind, aber nicht so komplex sind, dass sie nun extrem schwierig sind. Also einfach nur ein bisschen ruhig die Maus hin und her schieben. Gut, also wie gesagt, oben die Reihe mache ich voll. Gut, den einen machen wir noch. Also wie gesagt, es geht halt weiter und man... Ich hau jetzt mal richtig einen rein hier. Bam. Hat's nicht gebracht. Es geht halt so weiter in dem Stil und hat dann eben noch die ganzen Elemente von Neverborn mit drin. Muss mal gucken. Ich wollte nur kurz einmal aufnehmen, 10 Minuten. Trenne ich den ganzen Kram, lade das dann auch mal hoch und dann schauen wir mal weiter, ne? Ich sag dann mal bis allerspätestens irgendwann am Wochenende zu meinem Test. Und bis dahin eine schöne Restwoche, ne? Tschö!